Der Begriff Massivhaus sagt selbst noch nichts über das Material aus. Massivhäuser gibt es aus Naturstein, Ziegeln, Ton, Lehm oder speziellen Leichtbausteinen und sogar aus Stahlbeton. Je nach Baumaterial sind die Häuser unterschiedlich gut wärme- und schallgedämmt. Massivhäuser versteht man darunter und das verstehen auch unsere Kunden darunter, dass wir Stein auf Stein bauen mit verschiedenen Stoffen, Ziegeln, Porenbeton, Steinen. Also ein massives Haus, das quasi Stein auf Stein entsteht. Unterschiede zum Beispiel zu einem Fertighaus ist, dass das Haus nicht in der Produktion entsteht, sondern einfach direkt auf der Baustelle. Wir kommen mit unseren Handwerkern und mit den entsprechenden Materialien, wie gesagt mit Steinen, und bauen quasi von der Bodenplatte oder vom Keller aus Stein auf Stein bis zum Dach fertig. Massivhäuser werden meist auf der Baustelle von Grund auf erstellt. Dabei werden auch Fertigteile verwendet. Heute bieten viele Firmen auch Massivhäuser schlüsselfertig an. Der Bauherr hat bei einem schlüsselfertigen Massivhaus meist nur einen Vertragspartner für das gesamte Haus. Es ist etwas Begehrtes. Es ist gerade hier bei uns in der Region ist es mit der Wettbeständigkeit in Verbindung gebracht, mit Individualität. Und Kunden, die zu uns kommen, legen einen großen Wert darauf, dass wir eben Stein auf Stein bauen. Massivhäuser bleiben im Sommer relativ kühl und im Winter warm. Das liegt am ein- bis dreischaligen Mauerwerk, das sich bei Hitze nicht so schnell aufheizt und gleichzeitig nicht so schnell auskühlt, wenn es draußen kälter wird. Die Planung spielt dabei eine wichtige Rolle. Wir planen die Häuser individuell mit unseren Bauern hier am Tisch. Wir haben über 30 Häuser im Konzept, das bedeutet vom Bungalow bis zu einem Zweifamilienhaus. Die Kunden entscheiden sich für eine dieser Häuser und die werden dann individuell nach dem Wunsch des Einzelnen geplant. Ganz individuell, wie der Kunde es möchte. Ein massiv gebautes Haus, ob aus Stein oder Massivholz, ist stets widerstandsfähig gegen Feuer. Wer sich für ein Massivhaus entscheidet, baut ein Zuhause für Generationen. Doch das kostet. Der relativ hohe Preis eines solchen Hauses liegt nicht nur an der längeren Bauzeit, sondern auch am höheren Planungsaufwand.